Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne ein Slim Wallet aus Holz vorstellen. Ich habe hier auf meinem YouTube-Kanal in der Zwischenzeit wirklich schon viele Slim Wallets vorgestellt, aber als Material Holz ist dieses in der Tat das erste. Finde ich sehr, sehr spannend. Natürliches Material. Der Hersteller hat hier auch als Band, um die Karten festzuhalten, in dem Fall kein Gummi bzw. Silikon gewählt, sondern so ein Textilband, um einfach diesen natürlichen Look oder dieses natürliche Gesamtkonzept ein Stück weit beizubehalten. Gibt es in drei verschiedenen Holzvarianten, einmal Rosenholz, einmal Walnussholz und einmal Zebraholz. Das hier ist die Variante Zebraholz und das nennt sich wohl so, weil die Maserung ein Stück weit an ein Zebra erinnert. Bevor wir aber hier ins Detail gehen, kleiner Disclaimer, mir wurde dieses Wallet vom Hersteller Macaca on the Run für dieses Video kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wie immer wurde sich meine Meinung aber nicht erkauft. Okay, Lieferumfang, wie bei Macaca on the Run typisch, eine doch sehr schöne Geschenkverpackung mit diesem kleinen Affen obendrauf. Dann hier so ein Magnetverschluss, wenn man es aufmacht, ist in dem Fall das Wallet mit drei Bändern drin. Zum einen eben das Gelbe, finde ich persönlich am schönsten, deswegen habe ich das schon mal drum gemacht. Und dann hier noch so ein weißes Textilband, hier mit so ein paar Farbstreifen nochmal versehen und Grau, ne, also für jeden Geschmack was dabei. Ich glaube, also Zebraholz kommt in der Kombi. Ich glaube, die anderen beiden Varianten, Walnussholz und Rosenholz, haben andere Bandfarbkombinationen mit dabei. Zeitpunkt des Videos liegt es hier übrigens bei 22,90 Euro. Natürliches Material, das wollte ich sagen. Heißt, ihr bekommt hier also immer ein Unikat. Hier wird sicherlich kein Wallet dem anderen gleichen, gerade was die Maserung angeht. Das ist hier natürlich dann materialbedingt immer verschieden. Und in dem Fall ist es so, die Wallets sind aus einem Stück gefräst. Das heißt, es ist also nicht so, dass ihr eine Platte habt und hier dieser Rahmen ist irgendwie aufgeklebt, sondern das Ganze ist wirklich ein Stück Material gefräst. Und ist demnach auch sehr, sehr schön verarbeitet. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Ich glaube sogar, dass der Hersteller auf der Amazon-Produktseite, da kann es dann auch im Übrigen bezogen werden, beschrieben hat, dass wenn dieses Wallet einmal brechen sollte, dann wird der Hersteller dafür Sorge tragen, das Ganze auszutauschen. Also das steht irgendwo in den Notizen, in der Produktbeschreibung mit drin. Das klingt ja schon mal sehr, sehr fair. Wirkt aber sehr hochwertig und auch sehr leicht. Ich baue es mal auseinander. Also wenn ich es in der Hand habe, merke ich eigentlich gar nicht, dass ich was in der Hand habe. Hier ganz, ganz sauber, also das Logo hier unten. Ich denke mal, dass das reingelasert ist. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. So, hier sieht man es schön, so ein bisschen schwarz reingelasert, sieht sehr schön aus. Und dann habt ihr auf der Rückseite diese kleinen Einfräsungen, wo sich das Textilband reinsetzt. In Summe können hier laut Hersteller 5 bis 6 Karten platziert werden. Ich baue es mal zusammen. Ich nehme hier einfach mal einen Satz meiner Testkarten und packe die hier mal rein. Dann schauen wir uns auch mal die Bedienung von diesem Wallet an. Das ist ja nun, weil die in diesem Rahmen drin liegen, ein wenig anders, als das jetzt zum Beispiel bei den Carbon-Varianten der Fall ist, die man ja so auffächert. Hier ist es natürlich so, dass ihr die Karten bei Verwendung ganz einfach nach oben rauszieht, bezahlt und dann wieder unter das Gummiband drunter steckt. Ich sage mal, von der Usability, von der Verwendung her, ist es eigentlich überhaupt gar kein Problem. Es ist in dem Fall hier, weil die Karten immer bei mir abgeklebt werden, mit diesen Post-it-Zetteln oder sogar mit Klebeband hier bei der Kreditkarte, rutschen die natürlich auch nicht ganz so gut wie die Karten, die ganz normal eben ohne Abklebung sind. Aber ihr seht, das ist weitestgehend kein Problem. Ist natürlich jetzt hier durch die Höhe des Rahmens ein Stück weit auch in der Dicke eben dann begrenzt. Ne? Ihr könnt natürlich, ich sag mal, die Karten werden, wenn ihr einfach mehr als diese besagten 6 Karten habt, und dann würden die hier über diesen Rahmen einfach drüber rausstehen und könnten dann natürlich wegrutschen. Von daher ist es hier aufgrund der Bauform ganz einfach limitiert, aber ich für meinen Teil habe in meinem täglichen Setup, in meinen Wallets, die ich ja öfter mal durchrotiere, könnt ihr euch vorstellen bei der Anzahl, die ich mittlerweile habe, nie mehr als 6 Karten dabei. Das ist in der Tat mein persönliches Maximum und da ist alles dabei, was ich jeden Tag brauche. Von daher komme ich hier mit einer solchen Bauform zum Beispiel mehr als problemfrei hin.
Es gibt einen weiteren Aspekt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, und zwar ist das das Thema RFID bzw. NFC-Security. Wenn ihr meine Videos schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich lege da einen gesteigerten Wert drauf. Wenn ihr Bankkarten habt, Kreditkarten habt, wie diese zum Beispiel hier, verfügen die über so einen integrierten Chip, mit dem ihr kontaktlos bezahlen könnt. Das heißt, ihr müsst diese Karte eben nicht mehr ins Lesegerät an der Supermarktkasse reinstecken und dann einen PIN eingeben oder unterschreiben, sondern es reicht, wenn ihr diese Karte einfach nur in die Nähe des Lesegerätes haltet. Hier seht ihr es oder hört ihr es auch. So 4-5 cm Entfernung reichen da schon aus und dann könnt ihr damit kontaktlos bezahlen. Es gibt nun diverse Geldbörsen, gerade die Varianten aus Aluminium und Carbon. Die sind von Hause aus mit so einem RFID-Schutz versehen. Das heißt, wenn ihr eure Kreditkarte in dem Wallet transportiert, dann ist das Auslesen dieser Daten nicht mehr möglich, weil der Vorteil ist, ihr könnt eben ohne großen Aufwand bezahlen. Der Nachteil ist, die bösen Jungs können irgendwo hinter euch mit dem Lesegerät eure Kartendaten kopieren. Habe ich auch ein eigenes Video zugemacht, welche Gefahren da lauern. Verlinke ich euch mal hier oben, falls ihr euch das anschauen wollt. Faktisch ist es aber so, aufgrund dieser offenen Bauform und des Materials, das hier gewählt wurde, wird hier natürlich nichts blockiert. Das heißt, ihr habt eure Kreditkarte hier und ihr seht, mit Wallet natürlich auslösbar oder auslesbar. Es ist nun so, dass der Hersteller da sich konzeptionell aber Gedanken drum gemacht hat und hat eine Karte entwickelt, die sieht so aus, genauso groß wie eine ganz normale Bankkarte auch, und die wird im Wallet mittransportiert und das ist ein aktiver Störsender. Das heißt, sobald ihr diese Karte mit im Wallet verwendet, habt ihr den riesen Vorteil, dass die Frequenz gestört wird, die zu dieser Übertragung hier notwendig ist, und demnach ist eure Kreditkarte nicht mehr auslesbar. Ihr seht, was passiert. Ich lege das hier drüber mit dieser Schutzkarte, nichts mehr auslesbar. Ich nehme die jetzt einfach hier wieder raus und halte das Wallet so drüber, sofort auslesbar. Damit man es vielleicht besser sehen kann, nochmal so, Karte alleine, drüber halten, auslesbar, mit Blockkarte drüber halten und nichts mehr passiert mehr. Ja, nichts passiert mehr. Das heißt, wenn ihr da auf Nummer sicher gehen wollt und euch persönlich dieses Thema RFID, NFC Security wichtig ist, dann kann ich euch ans Herz legen, euch auch mal diese Zusatzkarte anzuschauen. Die wird, ist also keine Batterie verbaut, die bezieht ihre Energie aus dem Lesegerät, genau wie auch die Kreditkarte, und ist eben ein aktiver Störsender, der eure gesamte Geldbörse, auch wenn ihr jetzt hier mehrere Karten drin haben solltet, die diese RFID-Chips beinhalten, kann diese eine Karte eben auch eure gesamte Geldbörse schützen. Also, wenn jemand auf Nummer sicher gehen möchte, ist das hier sicherlich eine sehr, sehr schöne Ergänzung. Ja, schauen wir uns doch mal zu guter Letzt die Möglichkeit an, wie euer Bargeld transportiert wird. Natürlich geht es nicht ohne Bargeld. Ich habe immer ein paar Scheine mit dabei. Die lassen sich natürlich einfach hinten mit unter die Karten drunter stecken. Auf der anderen Seite, hier könnten sie natürlich potenziell so ein kleines bisschen stören, weil ich die Karten beim Rausziehen würde das Geld eben auch immer mit rausgezogen werden. Ich kann die natürlich auch auf die andere Seite packen und kann das einfach hier vorne mit drunter stecken. Dann verdecke ich einfach so ein bisschen mehr von diesem Holzlook, habe aber eben die Möglichkeit oder das Problem nicht mehr, dass wenn ich die Karten entnehme, dass eben auch meine ganzen Geldscheine dann direkt irgendwo im Weg sind. Da kann man sich überlegen, je nachdem wie viele Geldscheine man hat, wo man es lieber hätte. Ich denke, sinnvoller ist es wahrscheinlich hier auf der Seite, aber da ist man dann dementsprechend frei. Okay, ich gucke nochmal auf meinen schlauen Zettel, ob ich irgendetwas vergessen habe. Ich denke, das Konzept ist soweit klar geworden. Vielleicht kurzes Fazit für all diejenigen, die wirklich auf natürliche Materialien stehen. Die sind hier mit so einem Holzwallet natürlich super unterwegs. Das hier, wie gesagt, Zebraholz, gibt es aber auch nochmal in Rosenholz und Walnussholz. Immer ein Unikat, weil die Maserung natürlich von jedem Baum, von jedem Holzstück verschieden ist. Hier hat man also wirklich was Einzigartiges und das Ganze hier eben in einem Stück gefertigt und nicht irgendwie geklebt und aufgrund des Holzes, was hier verwendet wird, eine sehr, sehr leichte Geschichte. Wir können es ja vielleicht noch mal ganz kurz wiegen. Ich nehme hier mal so eine Küchenwaage und stelle die mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt das ansatzweise erkennen. Ich nehme einfach wirklich nur mal das eine Band mit dem Wallet selbst, so wie man es eben auch trägt. Und das wiegt hier laut meiner Küchenwaage, die natürlich nicht geeicht ist etc., 21 Gramm. Ja, das ist überhaupt nichts. 21 Gramm für so ein Wallet, das ist natürlich eine schicke Sache. Okay, ich denke, das soll es dann aber auch gewesen sein. Ich lege euch das Set nochmal hier hin, damit ihr das entsprechend
unbedingt nochmal anschauen könnt. Ich bedanke mich an der Stelle bei euch auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo auf meinem Kanal freuen. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut.